Die Herde hat einen neuen Thronfolger. Er ist etwa 3 Monate alt und kann sich weder selbst versorgen, noch länger als 1 Minute unter Wasser bleiben. Also verbringt er die meiste Zeit auf dem Rücken seiner über 1 Tonne schweren Mutter. Dieser grimmige Koloss voller selbstloser Liebe ist eine sichere Insel, die der Kleine nur zum Säugen verlässt. Er ist der jüngste Nachkomme einer weltweit einzigartigen Flusspferdpopulation. Die Hufabdrücke im Sand bilden ihr Alleinstellungsmerkmal ab. Es sind die weltweit einzigen Flusspferde, die in Salzwasser baden. Sie leben auf einer Insel des Bijagos-Archipels vor der Küste von Guinea-Bissau im Nordwesten Afrikas. Der Archipel umfasst 88 Inseln mit unberührten Regenwäldern und einer enormen Biodiversität. Er ist das zweitgrößte Einzugsgebiet Westafrikas für eine große Anzahl Zugvögel unterschiedlicher Arten. Die geringe Bevölkerungsdichte sowie die geografische Lage begünstigen die natürliche Vielfalt und der Archipel wurde von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Es ist eine Welt ohne klare Grenzen. Ganze Landstriche tauchen während der Gezeiten auf oder verschwinden. Die Flut speist die Wasseradern, die sich zwischen den Mangrovensümpfen, Savannen und Urwäldern dieser Inseln winden. In dem undurchdringlichen Urwald im Herzen der Insel der Flusspferde ist die Nahrungssuche oft ein gefährliches Unterfangen. Der Boden ist bedeckt mit köstlichen Früchten. Ein unwiderstehlicher Leckerbissen für das afrikanische Buschhörnchen. Doch hier ist es verwundbar und unter dem trockenen Laub können große Gefahren lauern. Zweifellos fühlt es sich in den Bäumen wohler. Das afrikanische Buschhörnchen bewegt sich geschickt durch das Gewirr aus Ästen und Zweigen und ist trotzdem nicht in Sicherheit. Wenn es jemand mit der Geschmeidigkeit des Buschhörnchens aufnehmen kann, dann die Blandings-Katzenschlange. Sie ist spezialisiert auf die Jagd in Bäumen und bewegt sich über die Äste wie auf einer Straße. Mit ihrer Zunge nimmt sie die Gerüche der Baumbewohner auf. Die Schlange ist nur schwer zu entdecken. Lautlos nähert sie sich, perfekt getarnt, dank ihrer Schuppenzeichnung. Und wenn die Straße endet, führt sie die Jagd fort. Mit Hilfe ihrer enormen Muskelkraft. Etwas stimmt nicht. Das Buschhörnchen presst sich flach auf den Ast, um der Gefahr zu entgehen, die es wohl eher spürt als sieht. Sie wurde ertappt. Nun wird die Katzenschlange wohl oder übel nach einer weniger argwöhnischen Beute Ausschau halten müssen. Selbst wenn die Lagune verdunstet, gibt es immer noch genügend Wasserläufe und Mangrovensümpfe, in denen sie sich vor der Sonne schützen können. Denn diese Flusspferde überleben auch in Salzwasser. Eine Eigenschaft, die sie auf der Welt einzigartig macht.